Rewe präsentiert die Interviews zum Spiel. Heute mit unserer 24, Patrick Grzycki, unser Spieler des Spiels. Johnny, es war wieder ein enges Spiel über weite Phasen. Wo fehlen uns diese letzten Prozente, um die zwei Punkte mal wieder bei uns zu behalten? Na, an beiden Enden des Spielfelds, muss man sagen. Wir machen in der ersten Halbzeit vorne ein paar technische Fehler zu viel, wodurch Wetzlar dann in Gegenstöße kommt, in einfache. Und in der zweiten Halbzeit vermissen wir auch so ein bisschen den Druck, wie auch in der ersten Halbzeit schon aus dem Rückraum, dass wir richtig da gefährlich sind, verwerfen dann natürlich auch den ein oder anderen Ball zu viel. Und heute leider auch wieder 30 Gegentore, das ist ein bisschen zu viel und das ist im Moment leider die Realität und da müssen wir uns rauskämpfen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, gegen diese individuelle Fehlerquote was zu machen, die bei uns ja brutal hoch ist? Ja, jedes Training hart arbeiten, sich Sicherheit holen im Training. Und dann die Erfolgserlebnisse im Spiel erzwingen. Das ist unser einziger Weg im Moment. Und wenn man dann ein paar Erfolgserlebnisse im Rücken hat, dann kann es auch wieder flüssiger laufen. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Dankeschön. Patrick Grzycki, unser Spieler des Tages heute, präsentiert von Rewe.